Hallo und willkommen zum. Was hast du gemacht? Zum Portal 2 Community Koop zusammen mit dem Domi und seinen Faxen. Hat was nicht funktioniert? Ja. Was wollte ich aushacken? Ich wollte hier den Kopf wegnehmen. Das geht nicht, aber. Doch zu weit weg. Oh. Ah, das geht. Schnick, schnack, schnuck geht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Schon wieder. Und blub, ist er wieder weg. Hast du auch nur gelb oder nur rot auf deiner Portal Gun? Im Fadenkreuz? Nur gelb. Ich hab nur blau. Das könnte nämlich sein. Habe ich gesagt, dass wir Lesson of the Day spielen? Ja, oder? Ja. Nein, hast du nicht. Wir spielen Lesson of the Day. Wir spielen Lesson of the Day. Jawohl. es könnte sein, dass unsere Portale sich jetzt ergänzen. Ja, dass jeder eins hat und das andere ist dann immer der andere. Also ich schieß mal blau und du schießt mal irgendwo, ja, möglichst auf eine weiße Fläche. Da oben. Manchmal bin ich so müde. So. Aha. Ja, ha, 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 ha. Da sollte ich jetzt rausgehen, ne? Ich schubs dich gleich. Ja, also unsere Portal... Wir haben praktisch zusammen ein Portalpaar. Okay, das heißt, ich schieße nicht gelb, sondern rot. Aber der Strahl, den du schießt, der sieht doch gelb aus, oder? Ich sehe bei mir gar keinen Strahl. Also dieses, da ist doch so ein ganz zartes... Warte, guck mal. Nee, der ist rot. Bei mir ist gar nichts. Doch, da ist doch immer so ein kleiner Mini-Strahl, der zum... Ja, ich weiß, aber den sehe ich nicht. Nee, der ist bei mir nicht da. Schade, okay. Ausnahmsweise mal nicht sichtbar. Na egal, also rot und hellblau. Okay. So, wo kommt denn hier? Oh! Oh, 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 oh. Oh. Was passiert denn hier? Oh mein Gott, ich habe das Fegefeuer ausgelöst. Aha. Uff. Ich mach's wieder aus, Achtung. Und hier ist der Strahl aktiv. Ach nee, nicht der Strahl aktiv, aber... Was meinst du? Ich gehe jetzt mal. Geh mal durch. So, da unten ist ein Laser. Was macht dieser Knopf? Macht er bei dir? Ich muss mal gucken. Ach, nein, wir brauchen... Ja, nee. Wir brauchen hier den Würfel und irgendjemanden auf den Knopf, dann wird ein Mond aktiviert. Oh, was passiert denn hier alles? Kann man da was hinschießen? Nein. Kann man da runtergehen? Auch nicht. Achtung, nicht erschrecken. Schieß mal Laser zu dir rüber. Okay, ich würde sagen, wir holen uns mal erstmal den Würfel, wenn du nochmal den Strahl holst. Dann müsste der jetzt zu dir kommen. Yep. So, und wenn du jetzt den Laser nochmal holst. Yep. Dann kannst du zu mir zurückkommen mit Würfel und kannst, glaube ich, hier treffen. Ja, wir können auch mal gucken, was hier der Dings auslöst, der. Stimmt. Mond. Irgendwas muss der ja machen. Ist doch was mit dem Strahl. Bei dir vielleicht irgendwo was? Moment. Ach, da ist der Mond irgendwo sichtbar hinten. Ja, stimmt. Wieso? Ach, das ist Mond? Yes. Also würde ich mal behaupten. Ja, stimmt. Bei dir ist er kaum erkennbar, aber hast recht, ja. Ich komme trotzdem mit dem Würfel rüber. Ja. Erstmal gucken, was macht das hier. Ach, da ist auch noch was. Okay, dreht den Strahl um. Ja, ich muss ihn aber festhalten. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Ach so, den musst du ein bisschen höher. Ja. Okay, stapelt man da am Ende was? Wenn man mehr weiß ich nicht, der Boden hier ist schräg. Das ist ganz... Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe so das Gefühl, das hier sind unsere Dispenser, also unsere Respawn-Punkte. Wäre da... Nee, Moment. Aber ich kann Folgendes machen. Du kannst jetzt, mich irgendwo lang drücken? Ja. Hast mir eine Platte rübergeschickt. Schön. Ja. Nee, du kannst einmal... Ich drehe einmal den Strahl um. Du kannst einmal in den Strahl rein. In den orangenen. Ja, und dann schießt du mich oben drüber. Ja? Oder irgendwo anders raus. Nee, dann setzt du dir einfach dein... Jetzt hinter dir dein blaues oben. Hinter mir? Ja, ich nehme die Abkürzung. Ich mach's so. Sitzt schon. Ja, oder so.
Ich kann mir erstmal das Fegefeuer angucken, wie schön. Genau. So, vor allen Dingen, guck mal hier, hier ist so ein Rad. Ich glaube, das kann ich drehen. Hier ist der Mond. Ich drehe mal. Probier's mal. Tatsächlich, es dreht sich. Das Feuer jetzt aus? Aha. Okay, Feuer ist aus. Okay. Weiß nicht, ob es bei dir auch was bewirkt hat. Oh, da oben muss noch ein Laser rein. Hier kommen noch diverse Würfel. Ich drück mal den hier. Aha, bei dir ist noch einer gekommen. Der kommt gerade in deine Richtung. Ach, cool. Jetzt habe ich hier zwei Stück. Ja. Gut, dann kannst du mal den einen. Oder du stapelst halt. Damit du jetzt dauerhaft den blauen... Aber, blauen... Ich brauche hier übrigens auch noch einen Würfel. Sehe ich gerade. Ich habe hier auch eine Mulde. Oh. Oh! 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 Companion, aber... Ich komme nicht hin. Der ist nur zum Gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, aber ich gebe zu Protokoll, ich habe das Secret gefunden. So nenne ich es mal. Bin ja nicht so der Secret-Typ. Gut, kannst also du... Also ich komme hier jetzt eigentlich nicht offiziell weg. Oh, ach so. Doch, kommst du. Wenn... Ich kann jetzt leider nicht mehr da. Mein Portal ist... Ich könnte hier in den Strahl reinspringen. Ja, nee, du kannst ein Portal machen und ich mach dir das Gegenportal, aber das geht von hier gerade nicht. Wenn ich da noch unten wäre und mich kriegen wir ja wieder zurück, dann kann ich dir hier wieder das Gegenportal machen, weißt du, am Anfang. Die Frage ist, ich schick mal den Würfel zu dir rüber, ja? Genau, das würde ich jetzt nämlich erstmal wollen. Aber ich würde sagen, du schickst mir den, der weniger wert. Du hast einen Laser und einen normalen, ne? Genau, ich schick dir den normalen Würfel. Ja, genau. Das heißt, du musst die ganze Zeit den da halten. Geht ja dann auch gar nicht anders. Also du kannst mir ja nur den normalen schicken, ne? Weil du den Laserwürfel brauchst, um den überhaupt schicken zu können. Ja, verstehe. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, was der macht. Aha. Oh! Wir haben eine neue weiße Fläche. Und ich glaube, es ist... Oh, ich habe eine Kugel bekommen. Die könnten wir jetzt wieder... Die Kugel brauchen wir am Anfang. Stimmt. Beziehungsweise am Ende. Also am Ausgang. Oder, ja. Warte mal, wo kam... Wir kamen von oben runter, genau. So haben wir die Folge angefangen. Da ist gleich der Ausgang. Okay, ich schick dir mal die... Ist die Frage, ob ich jetzt langsam wieder mitkomme. Ich kann dir auf jeden Fall den Würfel zurückschicken, denn die Kugel haben wir ja jetzt. Ne? Mehr ist hier nicht bei mir. Ja. So. Dann komme ich auch noch mit der Kugel hinterher. Ja, aber noch nicht. Noch nicht, okay. Ach stimmt, weil du... Jetzt kannst du eigentlich... Ja, kannst du da was machen? Warte, hinlegen. Ach, wir müssen den... Okay, verstehe. Wir müssen das Dreieck-Dingens da treffen, damit der Ausgang offen ist. Und die Kugel muss drin sein. Ich habe immer noch nicht verstanden, was deine zwei da, was die machen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Weil das ist definitiv ein Mond. Ja, das stimmt. Weg hier. Und hier muss auch noch irgendwo ein Sekunde. Ja, das machen wir hier aus dem Anfangsbereich, wenn der Laser genau hier rauskommt, ne? Den können wir einfach rüberschicken. Genau. Die Frage ist, wenn du jetzt dein... Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Okay, wir müssen wieder Folgendes machen. Ihr möchtet du den musst wieder Test in den genießen. Strahl rein. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. GLaDOS war gerade mal wichtig, deshalb hat sie so laut geredet. So. Und sobald du wieder hier einmal da durch bist, schicke ich dich wieder zurück. Da musst du halt... In der Mitte, ne? Genau. Ja, ich kann gerade nicht hinziehen. Du weißt, wo ich meine. Dann würde ich gleich den Laser nehmen mit der Fläche, wenn ich bei dir bin. Wollen wir das so machen? Nee, weil du musst ja erstmal... Nee, geht ja nicht. Stimmt. Du musst ja mit der Kugel zurück. Ja. Okay, ich komme erstmal zu dir. Ja. Oh! Ui, das war knapp. Irgendwie muss man ja da rein. So, okay. Jetzt muss ich da rauskommen. Ja, jetzt kannst du mich rausschicken. Haben wir es dann nicht eigentlich schon? Weiß ich nicht. Ich lege jetzt die Kugel hier ins Ziel.
Also für den Ausgang ja, aber wir müssen ja mich dann auch noch... Na, dich kriegen wir ja mit dem Laser hier rüber. Ja. Du kommst ja praktisch mit, wenn du den jetzt da holst. So, du bringst den Laserwürfel... Ah nee, du bringst beide Würfel mit, weil du hier, glaube ich, da bin. Ist das am Ende zu hoch oder so? Nee, ich glaube, das kommt hin. Okay, mach mal. Aber er ist halt genauso hoch wie vorher auch, wo du nicht treffen konntest. Au. Oh, Entschuldigung. Ah, es kann sein, dass ich tatsächlich dafür muss, ja. Also entweder ich habe nicht aufgepasst, oder ich verstehe nicht, warum der andere da drin war, zwischenzeitlich. Warum wir diese Mulde da brauchen. Oh, ich kann nicht hinfinden. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Ansonsten kann man auch den Würfel so vor sich halten und rückwärts rauslaufen. Hatte ich tatsächlich, aber irgendwie... Warte, ich platziere dir so. War ich da zu doof dafür. Zu ungeschickt. So, haben wir das jetzt? Glückwunsch, euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Das war eine kurze Nummer. Ja, manchmal sind auch kurze Nummern gut. Ein Quickie. Ja. Wollen wir noch einen hinten dran machen? Jo. Die ist nämlich dann auch von Paranoia, würde ich dann mal sagen. Dann gehe ich auf Next. Ja, bitte. Ah, sonst ist mir das hier ein bisschen kurz. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt der Stimme enthalten. Ich wollte gerade noch sagen, kann man einen Daumen hoch geben? Test kann man Daumen hoch geben. Also, haha. Es steckt auf jeden Fall Arbeit drin, so ist nicht. Also, das muss man natürlich auch irgendwie würdigen. Aber... Und sie war optisch auch nicht schlecht. Genau, deswegen steckt ja Arbeit drin. So, ich habe Remote View an, nur als Tipp für dich. Ach so, falls ja, du willst. Jetzt habe ich. Ja. Ja, also die Rätsel hätten ein bisschen intensiver sein müssen, sage ich mal. Okay. Sein können. Können. Deswegen die sich da so auf. So, Mond und Quadrat. Okay. Ah ja, die beiden. Okay. Ich lass dich mal vor. Danke. Aber Vorsicht. It's hot, man. Ist das jetzt ein... Geh mal runter. Ist das einer, der mich tötet? Ja. Ich mach Ehrlich? Nichts. Es sei denn, du willst es. Ja, probier mal. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versage 5-mal mehr. Ja, es gibt auch manchmal die Wände, die ja, bei der dann zum Beispiel keine Objekte durch können. Aber rot ist immer, glaube ich, immer gefährlich. Okay. Ja, ich habe auch schon rote Wände erlebt, tatsächlich. Weißt du was, du hättest mir hier ein Portal hinterlassen können. Sofern Kommunikation, ehrlich? Teamarbeit ja. Und gegenseitiger Respekt Komm, das machen wir noch stets gewährleistet sind, Nimm mal die sind Abkürzung. Diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wäre dies für einen von euch Hallo. Zur echten Herausforderung. Okay. Ach nein, kann ich nicht. Ach so, hier ist ja noch einer. Ach so ein Scheiß, okay. Alles umsonst. Okay, dann musst du mal selber gucken, was du machst. Oh, ich treff sogar. Das ist ja niedlich. So eine kleine Irgendwas Brücke. Okay. Was habe ich denn davon? Mal gucken, ist hier unten eigentlich noch was? Ah, okay, gut. Der Grill ist halt weg. Der Grill ist weg. Okay, dann tauschen wir. Okay. Ja, dann müssen wir noch mal auf den Knopf. Möchtest du etwas sagen? So. Ach so. Jetzt kommst du wirklich nur zum Anfang durch Sterben. Nee, wir können... Nee, Moment, das geht gar nicht. Weil wenn ich hier runtergehe vom Knopf, dann ist der Grill wieder da. Aber ich habe ja jetzt mein Portal da drin. Ja. Also wir tauschen jetzt die Rollen und du musst leider sterben.
Wow, schön reingeschraubt. Ja. Sehr elegant. Deswegen heiße ich ja Orange. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So, das Problem ist, jetzt haben wir genau die Rollen getauscht, weil du jetzt den Laser aktiv... Ach nee. Jetzt habe ich die Verbindung, jetzt kannst du reinkommen und... Ja. Weiß nicht, den Laser ich holen. Mal den Laser. Blue, möchtest du etwas sagen? Später. Nein. Möchte er nicht. Hast du schon einen Plan? Nee, Gegenportal hast du noch nicht. Nee. So, da ist die 2. Welle und X. Wo ist denn die 1? Da drüben irgendwo? Hier? Nee. Da. Ach, da. Okay. Das heißt eigentlich... Ach, ey. Ich könnte auch den Laser mal da reinschießen, wenn ich... Wenn wir Portale tauschen, also wenn ich den Laser nehme und du lässt mich zu dir rein. Nee, geht ja nicht mehr. Ich kann es mal kurzzeitig machen. So. Jetzt haben wir da einen Würfel schon mal. So, jetzt habe ich die Verbindung wieder. Oh, da oben kann ich auch treffen. Nee, natürlich nicht. hast du den schon getroffen? Was macht. Ach, der macht hier was. Das wäre auch nicht schlecht. Ich lass mal den da drüben. Da müsste ich jetzt aber meine Verbindung aufgeben. Ja, dann ist das so. Ja, ne, dann ist das so. Okay, dann haben wir hier auch noch einen Laserwürfel. Der kann wiederum zum Beispiel da treffen. Achso, das war doof. Entschuldigung, das ist gut. Okay, der nimmt jetzt gerade da hinten den Krill weg zu der 1. Okay. Aber ich kann hier nicht raus. Naja, ich kann. Doch, ich könnte dich rüberlassen. Ihr seid wirklich viel kannst du einfach durchlaufen. Ich muss halt aufpassen, ne? Das sind dann gleich die Turrets. Achso, ich kann hier ganz durch. Okay. Jetzt bräuchten wir die Brücke, würde ich sagen. Ja. Sag mal, ist das hier. Hier brauche ich auch noch eine Brücke zum Rüberlaufen. Ja, ich glaube, wir müssen dann erstmal die Turrets erledigen. Ich glaube eher, dass man sich hier mit einer Brücke schützt. Also einer aktiviert die Brücke zum Rüberlaufen und der andere nimmt die kleine Brücke da hinten zum Schutz. Ich weiß nicht, ob er die... Achtung, wobei, du hast ja recht, wir haben ja Laserwürfel. Wir können ja die Turrets... Geht das durch Glas? Ich vergesse es immer wieder. Ja, ja, wir haben ja hier auch durch Glas. Stimmt. Ja, dann lass mich die Turrets wegmachen. Dann verstehe ich die weiße Fläche da nicht bei den Turrets. Dann muss mir nochmal die roten Grills wegmachen. Ich kann es ja noch gar nicht glauben, aber... Achso, dann muss ich hinlegen und... Ja, vor allem, ich glaube, so weit reicht der Laser doch gar nicht. Oder? Trifft der ungefähr? Kannst mal gucken, ich kann es von hier aus nicht sehen. Nee, bisschen weiter links. Oh, der reicht doch so weit. Ah, jetzt trifft es nicht, warte. So, ich habe ja hier sogar einen Strich auf dem Boden. So. Jetzt minimal nach rechts. Ich glaube, der ist zu niedrig, kann es sein? Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Das kann sogar sein, ja. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ach so, Mann, ich hätte doch einfach... Lass mich bitte nochmal rüber. Yep. Kann ich da reinschießen? Ja. Aber dann ist er ja immer... Ah, nee, dann ist er auch nicht auf der Höhe der Turrets. Okay, da ist auch nichts an der Decke. Boden sieht aber auch fast so aus, als wenn man sie wegholen könnte. Gut, du kannst ja trotzdem einmal den da in der Wand machen und dann mit dem Laser reinziehen. Das ist zu weit vorne. Da, guck. Perspektivisch. Also ich kann es mal probieren. Au. Da wirst du gleich sehen, dass... Ist das hier mittig? Ja. Dass das vor denen ist. Ach, das... Ja, stimmt. War okay. Grad, ja. Das kann man aber auch erwarten, dass er uns das nicht so einfach machen lässt. Also wie gesagt, einer muss hier die Brücke haben. Und der andere muss aber...
Wo waren die das jetzt? Hier, die Frage dreifach ist. Das stelle ich mir gerade sehr schwer vor, weil sowohl die Brücke. Ne, warte mal, Brücke ist ja. Gut, wir können aber erstmal den Würfel, den du da bei dir hast, hier reinbringen. Dann können wir uns in der ganzen Karte bewegen, wie wir wollen. Wenn ich dir den roten Grill wegmache, du auf den. Mal. Sag mal, was ist da nochmal für ein Symbol? X. X. Ach, herrje, das heißt, wenn. Jetzt will ich das nochmal sehen, warte mal. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Au. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Reimt sich auf Schuh. Aber jetzt treffe ich gerade X und trotzdem ist dieses Dingens da noch da. Naja, aber jetzt ist die Brücke, glaube ich, auch erst aktiv. Nee, guck. Das ist jetzt auch da. Oder haben wir die, war das eine Einmalaktivierung? Vorhin ist es irgendwie ja, hochgeklappt oder runtergeklappt? Kann auch sein, ja. Okay, dann bleibt die Brücke. Und wenn wir jetzt den. Wenn wir jetzt das so machen, dann hätten wir die andere Brücke. Haben wir die andere Brücke? Nee, auch nicht. Nee, aber die kann ich holen, wenn du jetzt zu mir reinkommst. Ja, warte mal, war doch die drei. Doch, haben wir. Au, 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 au. Moment. Meine Portale sind gerade wichtig. Genau, du gehst jetzt raus mit der Brücke und gehst da rüber. Ja. Und blockier erstmal die Turrets. Genau. Geht's noch tiefer, sonst erwischen sie dich vielleicht. Ja. Ja. Oh! Hm? Die Welle. Ja, ja, sag ich doch. Das ist mein Laser, der da hinten trifft. So, jetzt ist die Frage. Was wollten wir da hinten noch? Der Grill hier, der ging weg, wenn wir den Empfänger treffen. Du hast einen Laserwürfel. Ja. Ja? Ich habe einen Laser. Ich was dachte, denn jetzt passiert? Das geht schneller. Weiß nicht, die Brücke war unter mir weg. Ich bin durchs, wollte übers Wasser laufen. Genießen. So solltest du gar nicht zurücklaufen. Nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Ach, ich weiß warum. Weiß genau warum. Ja, ich habe dir den Laser rübergeschickt und der hat da hinten nicht mehr getroffen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du die Brücke benutzt. Du solltest noch da bleiben. Nein, jetzt liegt der Würfel im Weg. Wie haben wir den Würfel denn nochmal gerufen? Den habe ich gerade gerufen. Der blockiert sich gerade selbst. Wenn ich da hinten getroffen hätte, so wie ich jetzt treffe, hätte ich ihn neu gerufen. Ich habe ihn einmal neu gerufen. Das Problem vielmehr ist, dass. Bleibt bitte nochmal auf dem Knopf. Ich muss das jetzt hier nochmal neu arrangieren. Yep. So und. Ungefähr so, genau. Jetzt kannst du bitte wieder mit der Brücke rübergehen. Wie Akku, die durch das Glas schießen. Oh, brutal. Und jetzt richtest du den Würfel schon mal so aus, dass der da dieses Pinökel trifft. Also genau, wenn der Strahl von hier, der Laser von hier kommt. Ist gar nicht so leicht. Dürfte ungefähr. Wichtig ist, dass er jetzt nicht durchgeht, sonst ruft er sich selber neu. Also du musst den blockieren gleichzeitig. Ja, das läuft oder ist das wieder zu hoch? Soll ich mal schießen? Ja. aber ist ja egal, jetzt hast du ihn zur Verfügung, jetzt kannst du... Nur jedes Mal, wenn die ihn durchlässt, musst du leider neu... so, warte mal, ich kann nirgendwo anders hinschießen, das ist das große Problem gerade. Es sei denn, ich nehme dir die Brücke weg, aber das wäre auch doof. Nee, also das wäre dumm, das wäre Selbstmord. Also die Schutzbrücke, meine ich. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen fummelig. Oh, scheiße. Das tut mir sehr leid. Ach, du musst ja nur da treffen, genau. Ah, bestens, okay. So, was... Wozu ist der da? Da ist ein 1 dran, oder? Der, das Pinökel da? Ich kann... Ah, ich kann aber... Shit. Du hast doch... Ich... Irgendwie... Oh, da kannst du auch... Kannst du da treffen? Kannst du da hinzielen? Nee, wa? Dass du dich selber zurücklassen könntest? Ist zu. Musst du aber halten, ne? Kannst du nicht ablegen. Aber dann könntest du mich zurücklaufen lassen und ich kann den Laser neu machen. Okay. Okay, warum wollen du wir dann dieses Pinökel da treffen? Du kannst aber, ich leg's jetzt einfach mal kurz hier hin. Wenn der Grill hier weg wäre, oder weg ist. Moment, ich mach das mal eben. Aha. Könntest du theoretisch hier, wenn du schaffst, hier rüber zu kommen, hier dein hellblaues setzen, dann läuft der Laser hier durch.
Okay. Warum oder wollen wir dieses Pinökel treffen? Darf ich die Frage nochmal stellen? Ich weiß nicht. Ich mach's jetzt einfach mal. Was soll das? Oh! Monster! Die gehören zu uns! Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Einer ist jetzt kaputt gegangen. Sie sind nicht wichtiger als ihr für mich. Selbsttest abgeschlossen. Warum ist der Achso. Mach nochmal. Triff nochmal den. Ich weiß nicht, das ist jetzt automatisch passiert mit dem Turret, oder? Ja, ich hab halt den. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Sonst hätte ich gesagt, du setzt dir da dein Gelbes hin, dann bist du natürlich die Brücke los, aber dann kannst du das Turret vielleicht schräg treffen. Oh. Ach Mist. Aber die scheinen sich schon von selbst zu vernichten gerade. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, und jetzt müssen wir überlegen, du musst nach rechts rumschießen aus deinem roten, das heißt, dein gelbes würde ich ganz rechts hier an die Wand schießen. Ja, wir müssen eine Sache probieren jetzt, weil der, die sind jetzt nach und nach gestorben, als wir einmal den getroffen haben und einmal den. Nee, den. Jetzt willst du mal den dritten. Den, Mist, den da hinten treffe. Ja, probier mal. Nee, leider nicht. Aber halt noch mal rein. Ach nee, dann das war ja nur der normale. Ich komme ja da gar nicht mehr rüber. Da bräuchten wir ja hier wieder was drauf. Ach so eine Scheiße. Versuch mal das letzte Turret noch zu rösten. Vielleicht werden wir das Problem schon mal los. Dann könntest du auf die Brücke verzichten. Ja. Das heißt, ich würde sie dir hier auch schon mal wegnehmen. Lieber nicht. Doch. Bist du denn eh los? Soll ich es hier mal wegnehmen? So. Ach, hast du direkt gemacht, na klar. Oh, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ganz knapp ging's bloß. Okay, das heißt, du könntest jetzt auf die Schutzbrücke. Ich kann nicht länger schweigen. Allein würdest du das Rätsel schneller lösen. Orange wirft dich zurück. So, jetzt ist es raus. Ah, der Würfel steckt da oben fest. Ach nö, warte mal. Ja, das ist mein Gelbes. Ach, scheiße. Oh, Glück gehabt. Ui. Ah, das wäre okay. Jetzt was. Jetzt habe ich es eh schon dreimal überschrieben, jetzt kann ich es auch entschärfen. So. Ja, dann muss ich trotzdem einmal dahin, damit ich die Portalfläche setzen kann. So. Okay, das heißt, du hast da jetzt eine Portalfläche. Dann switchen wir jetzt, würde ich sagen. Oder? Die Frage ist wie? Wenn du mir jetzt da aufmachst, dann kann ich zu dir kommen. Allerdings ohne. Oh, warte mal. Ach nee, kann ich nicht, weil hier muss ja was drauf sein. Stimmt, das geht ja gar nicht. Kann ich durch diesen Grillbot durchschießen? Ich fürchte ja nicht. Scheiße. Ich kann ja gar nicht viel tun, muss ich gerade mal sagen. Mist, was können wir denn jetzt noch machen? Nein. Wir müssen übrigens 1 und 2 aktivieren, um hier zum Ausgang hochzukommen. Also 1 ist ja dann offensichtlich das da. Was war jetzt? Nee. Ach, ist das die 2? Nee, ist die 1. Wo ist denn die 2? Weißt du das gerade? 2 ist doch da hinten an der Wand mit der Welle. Ach, da wo du direkt da reinschießt, ist die 2. Richtig, genau. Da muss ein Laser treffen und bei dem anderen muss er durch. Und wir müssen hier in der Mitte stehen. So, das ist sozusagen das Ende vom Lied, ne? Ja. Ich vermute mal fast, dass es am Ende so aussehen muss. Einer holt den Laser. Sagen wir mal, dein Dunkelblau ist da. Dann schießt du dein Hellblaues hier durch. Und ich verlängere dann diese beiden. Und dann zieht man gleich... Und dein Ausgangsportal muss dann da sein, wahrscheinlich. Oder wir machen es noch mit Würfelverlängerung und so. Ja. Ist schon nicht ohne, ja. Dann müssen wir... Ich würde erstmal sagen... Ach, es muss ja... Ein Würfel muss ja auch auf dem Knopf liegen, sonst haben wir den Laser ja gar nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Ich würde ja ansonsten erstmal sterben und nochmal zu dir kommen, aber es kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ich würde sagen, wir müssen jetzt den Würfel da rausholen, den du gerade... Ich schärfe das hier mal wieder, so. Ja, nur ich komm nicht weg.
Stimmt. Stimmt. Ich suche die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, wie ich den da wieder treffen kann, ohne dass du ihn mit dem Würfel treffen musst. Aber dafür müsste ich da hinten ein Portal setzen und das kriege ich nicht mehr hin, weil keiner für mich den roten Grill wegmachen kann. Ja, vielleicht musst du sterben, kann sein. Ich sterbe jetzt mal. Ihr müsst nicht ständig versagen. Okay. Okay, den Grill kriegen wir jetzt wieder nicht weg, aber den mache ich weg, wenn ich mich da treffe. War doch so. So, guck mal, jetzt kann ich auch einfach rübergehen und den Würfel holen. Ja. Und den würde ich jetzt in der Mitte legen, wo du stehst. Dass wir erstmal beide irgendwie uns bewegen können. Oder? Oder brauchen wir ihn dann? Das wär auch eine Idee. Sollen wir mal gucken. Der jetzt hier liegt. Wir können ihn leider von keiner Seite anschießen, dass er da trifft. Wir müssen ja noch die... Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch da treffen, ne? Damit der Grill da weggeht. So, das heißt, hier wird es wieder gefährlich. So. Er darf nicht durchgehen. Ja. So, und zwar... Willst du schon das Verlängerungs... das Austrittsportal machen? Ja, die Frage ist bloß... Ach, oder? Nee, auch nicht. Ich mach jetzt mal Folgendes. Ich ahne was. Ach Mist, jetzt ist aber wieder der Grill hier. Und zwar... Okay, du hast jetzt die Verbindung da rein. Ich kann mir jetzt... Warte mal, bleib weiter dahinter. Ich kann jetzt wieder aufmachen. Wenn ich meine Portale neu setze. Genau, richtig. So. Das ist hier und... Dann nehme ich jetzt allerdings dein rotes, aber das ist nicht weiter schlimm. Oh. Warte. So. Jetzt haben wir die Verbindung in den Raum da hinten. Das heißt, du kannst... Nee, die ist weg. Du hast doch da ein Portal gehabt, gelb hast du. Achso, ja, doch, genau, das schon. Kannst mich hier reinlassen, dann... Oder wir gehen beide rein, weil wir müssen es ja eh an die Wand setzen. Ja. Yep. Jetzt überlege ich nur gerade, ich könnte die Quelle des Strahls holen, dann verlängern wir. Aber dann kommt deins hier wieder raus. Aber dann können wir von hier aus... Du kannst ja erstmal mit durch. Dann... Nee, der muss ja da liegen bleiben. Ja, ich kann mit durch auf jeden Fall. Genau. Jetzt setze ich mein gelbes dorthin. Ist ja egal, auf welcher Seite. Ja, oder? Genau. Jetzt muss ich nur gerade nochmal... Halt! Ich wollte nochmal eben überlegen. Ich muss jetzt... Dann nehme ich hellblau, damit es durchgeht, ja? Damit der Strahl durchgeht. Ja. So. Ah, scheiße. Jetzt haben wir den Würfel neu gerufen. Ah, das war das nächste Problem. Scheiße. Der hätte hier liegen müssen. Und, weiß ich nicht, irgendwo treffen müssen. Ja. Scheiße, das war blöd. Er hätte direkt dort hinten hinziehen müssen. Irgendwie. Das kann er allerdings von hier drin auch wieder nicht. Oder? Doch, das kann er! Ha! Wenn er genau hier... Komm mal rein. Wenn er genau hier, wo ich stehe, liegt, dann kann er es. Tatsächlich. Ja. Okay, vielleicht geht das. Tatsächlich. Okay. Okay, dann haben wir jetzt nur den Fehler gemacht, ihn da neu zu rufen. Das heißt, ich mach dann brauchen noch mal wir den... Ich mach nochmal den Laser da neu. Kannst du nochmal auf den Knopf steigen? Yep. Muss ich natürlich wieder mit der Brücke rüber und den Würfel neu holen und alles, aber das kriegen wir schon hin. So. Dann machen wir das jetzt entschärfend mal direkt so, dass ich ihn da hinlege. Also hier. Yep. So. Dann haben wir noch das Problem, dass sobald beide Laser treffen, das Ding hier hochgeht. Also würde ich sagen, wenn ich durch bin... Nee, stimmt gar nicht. Du kannst danach, musst du dann rot mal kurz reinmachen. Ich vermute mal fast, dass es erst hochfährt, wenn beide da sind. Das sind ja die beiden Spielersymbole. Ach so, das kann natürlich auch sein, ja. Jetzt werde ich noch ein bisschen das Problem haben, dass ich hier den Würfel verrücke, wenn ich hier durchlaufe. Ich bin schon da. Am besten, du hältst ihn mal fest. Ja, mach ich.
und zwar auf Bodenhöhe, damit ich draufsteigen kann. Ich guck mal, ob er... Ah, das ist jetzt dieses blöde Koop-Ding. Ich kann es nicht beurteilen, ob der in der richtigen Höhe ist. Du hast ihn gerade als Kleid. das ist jetzt blöd. Ich kann dir nicht sagen, was gerade das Beste ist. Jetzt machen wir erstmal und dann... Jetzt ist er zu weit vorne, glaube ich. Aber soll ich schießen? Ja, mach mal. Das ist genau jetzt immer die Gefahr. Okay. Nee, dann muss er doch liegen und ich muss vorsichtig drüber steigen. Dann muss das klappen. Oder wir ziehen ihn einfach zuerst einen Meter weg und schieben ihn dann vor. Ziehen ihn weg. Ja, irgendwie. Irgendwie. Oder wir legen ihn hin, ich steig drüber und wenn er dann verrutscht ist, dann stupsen wir ihn an, ohne dass der Laser durchgeht. Irgendwie so. So würde er treffen, so wäre er auch im Weg. Kannst du rot nach links setzen, dass ich besser am Würfel vorbeikomme? Okay, dann versuch mal vorbeizuspringen. Oh. Jetzt habe ich ihn schon verändert. Aber egal. Hauptsache der Laser geht nicht durch. Okay. Ha, ha, ha. Ha, ich klemme irgendwie fest. Ich klemme. Ah, Hilfe. Warum? Ich kann nicht springen. Ist hier was über mir? Nee, so, okay. Ah, nein. Trifft. Cool. Okay, haben wir korrekt verlängert? Ja, okay. Beide aktiv. Ah, ja, sehr schön. Okay. Cool. Ich hoffe, die geht jetzt auch auf. Das wäre ja was. Sie geht nicht so recht auf. Was fehlt? X. Scheiße. X fehlt. Das X ist wahrscheinlich das unter uns. Das X war doch... War das nicht da irgendwas? Unter uns? Hier ist das X. Wir haben unter uns... Ja, das ist ja nur der Auslöser. Warte mal... Nee, das ist doch hier am Knopf. Guck mal da. Aber da liegt doch der Würfel drauf. Ah, der darf nicht liegen. Nee, das kann auch nicht. Doch, das... Au, scheiße. Okay. Wie ist der ursprünglich gekommen nochmal? Moment, aber das können wir doch ganz... Du musst jetzt... Ach nee, da ist ja das Gitter davor. Scheiße, da ist ein Gitter zur Quelle. Das heißt, wir müssen das Ganze machen, ohne dass... Nee, das geht ja gar nicht, weil du musst ja den Laser aktiv haben. Wenn wir hier oben sind, müssen wir den Laser nicht mehr aktiv haben, weil wir dann ja oben sind. Das heißt, wir müssen es schaffen, ihn von hier oben aufzulösen. Ja, was kann das sein? Das ist dann der Laser da oben. Der war das? Der da oben war das. Okay, ja. Das heißt... Ich denke die ganze Zeit drüber nach, dass wir die Würfel ausgetauscht hätten. Wenn der Würfel, der jetzt da liegt, auf dem Knopf liegt, den können wir ja da rufen. Aber dann müssen wir es auch schaffen, den Laser durchzubekommen. Ja, sobald wir oben sind, können wir die nicht mehr verschieben. Nee. Aber... Na, Moment mal. Ich komm nochmal runter. Kannst du nochmal auf den Knopf gehen, bitte? Es ist vielleicht auch nicht optimal, wie der hier liegt. Soll der vielleicht... Was ist, wenn der den durchleitet? Aber das ändert nichts, ne? Oder wenn der... Da trifft, aber dann müssen wir es auch umschießen. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal mit der Bodenfläche arbeiten, um da oben zu treffen. Aber ich weiß es auch nicht. Oder... Nee, er muss ja hier irgendwie drauf liegen, um den Laser zu machen. Da treffen ist auch Blödsinn. Hilft uns doch nichts, wenn wir den Laser durchschießen. Also wenn wir... Wenn wir den hier machen, ändert ja nicht viel zu vorher. Doch.
Der Laser kommt da ja. Nimm dir mal den Würfel. Ach nee, ich muss erstmal austauschen. Das geht ja gar nicht. Dachte ich gerade, dass man den Würfel einfach anders legt, dass man den hier in die nächste Reihe legt. Also auf die Seite. Und dann da immer rüber zielt. Aber das geht nicht. Weil ja der Laser nicht durchgeht. Wer weiß, wer weiß. Kann ja mal Folgendes machen. Das ist, was war mal da? Da war, da geht es auf. Ach, jetzt haben wir den ja wieder nicht. So können wir nicht anfangen. Oder? Du musst ja auch noch mal durch. Sorry. Ich glaube, wir machen es uns hier irgendwie kompliziert. Aber ich steige auch nicht so ganz durch. So, dann komme ich ja hier nicht rüber. Muss ich allerdings auch nicht, wenn ich da nur mein Portal setzen will. Also wir müssen die komplette Laserverlängerung haben, um hochzukommen. Und danach müssen wir einen Würfel auflösen, der auf dem Knopf lag. Die Laserverlängerung haben wir... Derjenige, der die Quelle hat, muss derjenige am Ende sein, der sein Portal hier setzt, damit der Laser den Würfel auflöst. Ich habe so das Gefühl, so wie wir ihn gerade dazwischen liegen hatten, war nicht gut. Ja. Um hier zu treffen. Aber das geht auch sonst. Von einem anderen Raum aus geht's gar nicht. Also den kann man. Sei denn, man stapelt da. Aber stapeln ist auch nicht. Es sieht halt so aus, als wenn dieser knappe Moment hier so. Hätten wir es schaffen. Nee, hätten wir nicht schaffen können. Vielleicht haben wir es mit dem Verlängern einfach die falsche Portalreihenfolge gemacht. Wie gesagt, derjenige, der die Quelle hat vom Laser, der kann derjenige auch sein, der den Würfel hier auflöst. Ja, ja. Dann machen wir hier vielleicht... Warte mal. Du hast ja da hinten noch dein gelbes. Ja. Jetzt keinen Würfel da drin. Warte mal, ich gebe dir den mal wieder. Ah! Entschuldigung. Oder lass mich die mal gerade tauschen. Vielleicht tut's noch was zur Sache. Einfach merken wir uns mal, dass wir jetzt den Würfel, den wir hier ständig aufgelöst haben, der liegt jetzt hier auf dem Knopf, ja? Ja. So, wenn wir ihn dann nachher auflösen wollen, weil das ist ja das Ziel. Er muss ja vom Knopf runter. Jetzt muss ich mal gucken, also. Genau, also jetzt wäre das X aktiv, sieht man ja auch da oben am Ausgang. So muss es dann am Ende sein, nur das was nochmal. So, festgehalten haben. Okay, jetzt gebe ich dir den hier rein. Mal ich erstmal da ablegen. So, ich hätte jetzt die Quelle. Wir müssen jetzt irgendwie... schauen, das war... Ja, wie gesagt, ich glaube, das mit dem Verlängern. Vielleicht musst du hier drin... Nee. Warte mal, wir können auch mal jetzt so treffen. Wo ist denn das hier? Auf welcher Höhe ist so? Versuch jetzt mal, den dazwischen zu legen. Passt das? Ich glaube, das ist jetzt ganz gut so. Oder ja. Nicht? Doch, nee, das passt. So, ich kann jetzt die Quelle... Ah, du hast ja da auch schon gelb, also was wollen wir eigentlich mehr? Dein gelbes ist ja da noch drin. Was kann ich denn noch machen? Wenn ich jetzt die Quelle wegnehme, dann haben wir wieder den Grill hier drin. Ist auch doof. Das hier ist jetzt der Würfel, der dort rauskam, richtig? Der Füller. So, ich könnte jetzt... Warte mal. Ich könnte jetzt zumindest unbeschadet... Doch, das klappt. Nee, wie wollen wir denn da hinten wieder ankommen? Ach, verdammt, verdammt. Ich glaube, ich hätte den anders jetzt... Nee, kann ich ja gar nicht. Oh, Mann! Wir können auch nicht den Strahl nochmal da drüben reinleiten, weil hier genau dieses Panel im Weg ist. Weil ich... Ich möchte jetzt nicht meinen Hellblaus wegnehmen, das kriege ich danach nicht wieder dahin gesetzt. Das ist auch ein Problem. Ich glaube, dein Gelbes muss da
sein, wo mein... Genau, dein... Nee, dein rotes muss da sein, wo mein hellblaues ist. Kann das sein? Dann müsste ich aber vorher verlängert haben. Ach, wie geht denn das? Positionier dich mal da, bitte. Ich weiß noch nicht, ob es hilft. Aber da kann ich dir zumindest dann... Oh, weia. So, das heißt, ich mache jetzt... Das ist auch ungefährlich mit dem Würfel. Ich mache jetzt mal den hier hoch. So, der trifft jetzt. Das ist sogar doppelt. Ach, jetzt haben wir wieder den... Jetzt kannst du... Aber lass mich kurz überlegen, ob das passt. Ach nee, wenn jetzt ein gelbes dein... Geht ja auch wieder nicht. Rot muss dahin. Tatsächlich. Passt das? Wenn du rot da so machst, dass es den Würfel trifft, dann machst du den roten Grill auch wieder weg, oder? Weil du verlängerst ja. Jetzt höre ich dich. Oh, hast mich die ganze Zeit nicht gehört? Nein, ich habe dir sogar geschrieben. Ach so, oh Gott. Hab ich jetzt gefühlt vielleicht ein, zwei Minuten gar nicht gehört. Oh Gott, ich habe gedacht, du lauschst mir ganz aufmerksam. Ich habe gerade wilde Theorien geäußert. Okay, Aber ich habe verstanden, dass ich hierhin laufen soll. Ja, du triffst jetzt diesen Würfel, indem du dein rotes Portal da so hinsetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. So, jetzt sind nach wie vor alle Grills offen. Jetzt kannst du mal zu mir reinkommen, bitte. Jetzt müssten wir doch beides... Genau, jetzt treffen wir gerade beides so, dass wir mit der Plattform hochfahren können. Ja. Jetzt nehmen wir den Würfel weg, meinetwegen hier rauf. Ja. Und wenn wir oben sind, schießt... Du, dein hellblaues dorthin. Eigentlich egal wer. Entweder du dein rotes oder ich mein hellblaues. Also ich bin natürlich die direkte Quelle. Richtig. Insofern kann ich es machen. Ha! Das war ja fies. Muss man das echt gleichzeitig machen? Das gibt's ja gar nicht. So. Okay, dann kommt jetzt mein hellblaues dahin, damit es den ausgetauschten Würfel auflöst. Und dann ist X hier wieder aktiv. Müsste das eigentlich so sein. Ja! Das war gar nicht schlecht. Ja. Auch wenn ich dich tatsächlich nicht gehört habe. Aber du mich wahrscheinlich auch nicht dann, oder? Nee, ich habe dich auch nicht gehört. Sonst wäre mir das schon mal vorher aufgefallen. Ja, aber ich die ganze Zeit... Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So, hab am Anfang nicht gesagt, dass es Co-op Logic Confusion war und kriegt jetzt den Daumen hoch auch dafür, dass die erste den nicht hatte, weil sie mir noch zu kurz war. Die war zwar von der Quadratmeterzahl war die hier nicht größer, aber die war ein Stückel besser. Die war ein bisschen knackiger. Da muss man ein bisschen hin und her überlegen, ja. Hat mir gefallen, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann haben wir jetzt aber eine gute Dreiviertelstunde überschritten. Jetzt reicht mir das auch als Folgenlänge. Die erste war noch zu kurz. Aber zusammen ergeben sie was Gutes. Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hallo, hallo, hallo. Diese Stille. Hallo, hallo. Diese Stille wollte ich gerade sagen, aber hier ist keine Stille. Jetzt.